Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Breitalter Türsteherbox von Majo. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Breiter als der Türsteher von Majo aus dem Jahr 2014. Wir haben hier eine schwarz und weiße Box. In der Mitte sehen wir einmal den Interpreten in seiner Comiczeichnung. Majo mit einem riesen Stier dürfte das sein, auf den Schultern. Dieser Stier trägt auch noch seine Buchstaben hier, Majo. Und oben lesen wir Banger Musik präsentiert. Darunter breiter als der Türsteher. Und dann haben wir hier noch einen FSK 12 Aufkleber, der uns einen Hinweis darauf gibt, dass wir hier auch noch Filmmaterial vorfinden werden. Das Ganze hier mit Sticker gelöst, bedeutet, wir können das Ganze dann abmachen. Sehr schön. An der Seite hier unten blank weiß. Auf der rechten Seite Majo breiter als der Türsteher zu lesen. Und dieser obere schwarze Balken der Box zieht sich hier so durch. Oben ebenfalls schwarz. Auf der Seite der Übergang von schwarz auf weiß. Auch hier lesen wir nochmal Interpreten und Albumtitel. Und die Rückseite ist komplett blank in weiß und schwarz. Und zum Abschluss haben wir noch die Credits und einen Barcode. Wir haben hier eine reguläre Klappbox, die wir hier an der Seite öffnen. Und dann haben wir auch hier den ersten Inhalt. Einmal das Shirt. Dann haben wir eine Autogrammkarte. Dann einen, zwei Sticker. Ein Poster. Und das Album an sich im Digipack. Das Album war hier so eingefasst. Und von innen die Box komplett in schwarz. So, dann machen wir die Box mal wieder zu. Packen die Box zur Seite. Hier haben wir auch wieder den 12er. Allerdings hier der 12er leider aufgedruckt und nicht per Sticker befestigt. Bedeutet, den können wir nicht wegmachen. Wir haben hier einen schwarzen Pappschuber. Auf der Front lesen wir auch wieder Majo breit als der Türsteher. Und dann haben wir hier den Interpreten Majo abgebildet. Oben ohne, wie er gerade seinen Nacken oder generell seinen Oberkörper anspannt. Also auf jeden Fall beeindruckende Nackenmuskulatur. Der Name ist Programm. Hier unten lesen wir auch nochmal breiter als der Türsteher. Auf der Seite ebenso, oben ebenso. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben 18 Tracks plus 4 plus 4 Bonus-Tracks und dann Instrumental-CD und DVD. Wir haben einige Features. Und zwar haben wir Features von Kurdo, Farid Bang und Kollega, Jasko, nochmals Kollega, Casey Rebel und Summer Jam, nochmals Kollega und euch alle. Ja, dann schauen wir mal hinein. Dieser Pappschuber hier abzunehmen. Das Album an sich. Und dann haben wir noch die Instrumentals in einer Papphülle. Wir starten mit dem Album. Cover kennen wir bereits von dem Pappschuber. Allerdings, was mich freut, der 12er nur auf dem Pappschuber und hier keiner mehr drauf. Sehr schön. Banger Musik präsentiert, lesen wir hier auf der Seite. Hier auch nochmal Interpret plus Album. Und die Rückseite ident wie beim Pappschuber mit den ganzen Tracks und den Inhalten. Dann werfen wir mal als erstes einen Blick in das Booklet. So, was haben wir hier? Wir haben hier auf der linken Seite einmal eine Auflistung der Tracks, also 9 Stück fürs Erste, inklusive der Infos, wer das Ganze produziert hat, wer daran beteiligt war. Und dann haben wir hier Aufnahmen von Majo. Majo und gelber Ferrari hier abgebildet. Weitere Tracks und weitere Aufnahmen. Hier Majo gerade beim Training, schwingt die Hanteln. Die letzten Tracks, also die 4 Bonus-Tracks hier abgedruckt und DVD lesen wir hier noch. Dann Majo hier mit Zigarre am Pool. Und zum Abschluss haben wir dann noch die Credits zum Album bzw. zur DVD. Auch hier wieder das Logo von Majo. Die CD sieht so aus, breiter als der Türsteher. Und dann haben wir auf der Rückseite die DVD, der wir diesen 12er zu verdanken haben.
Marjo Breit als der Türsteher DVD. Und hier zum Abschluss lesen wir nochmal Banger Musik, das Label, bei dem Marjo unter Vertrag ist. Gut, dann haben wir die Instrumentals. Diese kommen in einer Papphülle, in einem Digisleeve. Es ist vom normalen Cover ja ziemlich ident, nur etwas die Farbe hier angepasst, so ein Violett anstatt Schwarz. Und natürlich der Zusatz Instrumentals hier zu lesen. 22 Tracks, also alle Tracks hier als Instrumentals vorhanden. Und auch hier zum Abschluss nochmal die Credits. Spannenderweise dieses Digisleeve oben zu öffnen, nicht seitlich, sondern oben. So sieht die CD aus. Dann haben wir zwei Sticker mit dabei. Und zwar haben wir einmal diesen Logo-Sticker hier. Marjo wieder mit dem Stier auf den Schultern in weiß und schwarz. Und dann haben wir diesen hier in rot und weiß, breiter als der Türsteher mit schwarzem Hintergrund. Beide quadratisch. Eine Autogrammkarte auf dieser Marjo abgebildet mit ja, Jeansjacke ist es nicht wirklich, eine Jeansweste mehr oder weniger und angespannten Oberarmen, MCM-Gürtel und dann hat er hier unterschrieben mit schwarzem Stift Marjo. Auf der Rückseite haben wir Banger Musik und Marjo und dann hier noch Social Media Auftritte von Marjo bzw. SMS Audio und YouTube-Channel und Banger Musik Homepage. Und bevor wir zum Shirt kommen, schauen wir uns dann noch das Poster an. So sieht das Poster aus. Also auch hier wieder Marjo abgebildet, das Logo. Oben lesen wir Banger Musik präsentiert im Hochformat, das Ganze in schwarz und weiß gehalten. Und auf der Rückseite das Foto, das wir bereits von der Autogrammkarte kennen. Also hier wieder Marjo mit den angespannten Oberarmen und dieser Jeansweste. Auch im Hochformat. Also je nachdem, welches von den beiden Motiven euch eher zusagt, könnt ihr das natürlich dann aufhängen. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt. Und zwar, wie sollte es anders sein? Auch auf diesem Shirt wieder das Logo von Marjo abgebildet, also Marjo mit dem Stier auf den Schultern. Das Shirt in schwarz fühlt sich echt gut an, muss ich sagen. Also erster Eindruck und auch so von der Haptik her echt nicht schlecht. Wir haben hier einmal ein Shirt in der Größe L. Neckprint haben wir keinen. Jetzt würde mich noch interessieren, ob hier irgendetwas zu finden ist bezüglich des Materials. Jawohl, hier haben wir was. Und zwar lesen wir hier. 100% Baumwolle produziert und importiert von, das ist hier abgeklebt. Irgendwie kriege ich es jetzt gerade nicht runter. Ah doch. Von Mont Textilien GmbH Düsseldorf. Okay, dann haben wir hier noch die Wasch- und Pflegehinweise und die Rückseite blank. Gut, also, es fühlt sich ehrlich gesagt ein bisschen an, wie irgendwie, als wäre da 10-20% Elastan drin, so von der Dehnbarkeit her, aber scheinbar wirklich 100% Baumwolle. Wir schauen uns das Shirt nochmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben das schwarze Shirt hier mit diesem riesigen Marjo-Logo abgebildet. Der Typ mit dem riesigen Stier auf den Schultern. Und dann lesen wir hier auch nochmals Marjo. Das Ganze klassisch in schwarz und weiß gehalten. Und was ich vorhin schon angesprochen habe bezüglich des Shirts. Hier sieht man es besonders schön. Es hat einen ziemlich großen Ausschnitt. Also das Shirt ist etwas dehnbar oder so vom Material her etwas, ja, etwas flexibler. Und man sieht es hier speziell am Rundhalsausschnitt. Der ist deutlich größer als bei so gewöhnlichen Shirts, die man in solchen Boxen findet. Also der ist wirklich sehr großzügig, dieser Ausschnitt. Ist natürlich Geschmackssache, ob man sowas anzieht. Ich muss sagen, rein vom Logo her, rein von dieser Grafik her, sagt mir es nicht so zu. Aber das Shirt an sich von der Qualität und vom Rundhalt gefällt mir doch sehr gut. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L.
Dann dieses Poster im Hochformat beidseitig bedruckt. Die Autogrammkarte von Majo unterschrieben. Diese beiden Sticker, beide quadratisch. Die Instrumentals zum Album und natürlich das Album an sich inklusive DVD. Und das Album und die Instrumentals plus die DVD kommen in diesem Pappschuber. Das alles in dieser wunderbaren Box, breiter als der Türsteher von Macho. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Macho unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.